Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Und so überwand das Team von Doki den Frostwald und marschierte weiter in den Norden. Und je weiter sie kamen, desto unwirtlicher wurde die Gegend. Okay. Ja, wir haben im letzten Part erfolgreich Arktos besiegt. Und Absol hat sich uns angeschlossen. So. Diese vereiste Bergfahrt ist ja ewig lang. Wir sind ja schon so weit gelaufen. Draki sieht auch schon ganz erschöpft aus. All die Strapazen aus purer Verzweiflung. Und was erwartet uns? Tun wir wirklich das Richtige? Ist das kalt, zu kalt. Hier gibt es nichts außer Schnee. Oh, hier sieht alles gleich aus. Ich frage mich, ob wir überhaupt von der Stelle kommen. Hey Doki, ich habe gerade gedacht, wir sind an einem verlassenen Ort angekommen, an dem wirklich niemand außer uns ist. Ich habe das Gefühl, dass vor uns nichts mehr ist, auch wenn wir weitergehen, da ist nichts mehr. Und ich bin total erschöpft. Was wird aus uns werden? Ich weiß es wirklich nicht. Es tut mir leid. Ich habe eine wirklich dumme Frage gestellt und dir Angst gemacht. Darüber nachzudenken, was passieren könnte, hat keinen Sinn. Nachdem wir so weit gekommen sind. Noch wissen wir nicht, was vor uns liegt. Wir gehen weiter und finden es heraus. Keine Sorge, vor uns muss etwas sein. Ich glaube an dich, Doki. Das ist es, was mich hierher gebracht hat. Und das wird sich nicht ändern. Ich glaube an dich, Doki. Ich gehe überall hin, wohin auch du gehst. Ja, Draki vertraut mir bedingungslos. Ich darf keine Unsicherheit zeigen. Ich darf nicht damit zweifeln. Was? Was? Was war das? Mir wird's so schwindelig. Hä? Ist dir nicht gut, Doki? Endlich. Endlich bist du da. Da spricht jemand zu mir. Draki? Nein, Draki klingt anders. Diese Stimme kenne ich von irgendwoher. Lol. Endlich. Du bist hier. Wie habe ich Gardevoir nochmal gesprochen, verdammt. Ich habe dich erwartet. Gardevoir? Ich bin so froh. Endlich begegnen wir uns. Du bist doch... Was? Doki, was ist los? Warum führst du die Selbstgespräche? Andere können mich nicht sehen. Ich bin nur für dich sichtbar. Etwas weiter voraus findest du eine zerklüfte Berglandschaft. Gekrönt vom Klirrberg. Ich werde angerufen, Leute. Lol. Moment. Sorry. Kurze Unterbrechung. Auf seinem Gipfel lebt Vulnona. Vulnona? Vulnona erwartet dich bereits. Hüte dich. Nein, warte. Verdammt. Oh, Mann. Hey, Doki. Was ist los? Was ist passiert? Da hat so ein Gardevoir zu mir gesprochen. Ah, das war's also. Ja, genau. Gardevoir ist dir erschienen. Richtig. Darum warst du vorhin so verblüfft. Ich finde es unglaublich. Vulnona ist nicht nur eine Legende, das Pokémon existiert. Und auf dem Gipfel vor uns befindet sich Vulnona. Doki, wir haben uns so sehr angestrengt, um bis hier zu gelangen. Und endlich zahlt es sich aus. Wir werden Vulnona treffen und die Wahrheit erfahren. Endlich können wir die Verdächtigung gegen dich entkräften, Doki. Fantastisch. Hör zu, Doki. Mach dir nicht so viele Sorgen. Es wird schon alles gut werden. Es ist doch nur natürlich, dass du vor dem Treffen mit Vulnona Angst hast, Doki. Dieser herzlose Mensch, der Gardevoir im Stich gelassen hat. Du könntest dieser Mensch nicht sein. Ich kann schon verstehen, wenn du genau das gerade denkst. Aber es ist unmöglich, du bist nicht dieser Mensch, dessen bin ich mir sicher. Glaubst du so sehr an mich? Nun, es gab einen Moment, als ich meinen Zweifel hatte, ja. Aber nun frage ich mich, wieso ich gezweifelt habe.
Ich weiß wirklich nicht, wieso. Aber das ist völlig in Ordnung. Doki, du bist ein wirklich netter Typ. Weißt du, früher, als ich zum ersten Mal die Idee mit dem Bretterteam hatte, da traf ich dich im Kleinhain, Doki. Wenn ich es mir so überlege, war damals schon etwas anders an dir. Es ist schon seltsam, nicht wahr? Aber Doki, ich glaube an dich. Und wenn wir vom Gipfel herunterkommen, kennen wir die Wahrheit. Doki, geben wir alles. Ja, das werden wir. Das werden wir. Wir nehmen auf jeden Fall so ein paar Items mit, würde ich sagen. So ein Apfel, vielleicht auch zwei wären super. Dann auf jeden Fall ein paar Sinelbeeren. Ah, eine Pösefbeere vorsichtshalber auch. Ein Top-Elixier kann auch nicht schaden. Und das war's dann. Ja, speichern sollte ich vielleicht nochmal. So, ich glaube, ich muss jetzt... Ich hab ja die Dings nicht auf Pause gemacht, die Aufnahme. Ich glaube, 4 Minuten länger. Also, auf meiner Uhr halt so 24, glaube ich. Dann habe ich 20 Minuten erreicht. Erstmal wieder wechseln. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht, glaube ich mal. Ein Draschel, cool. Ja, wir haben Biss fixiert. Ist okay. Biss ist okay, denke ich. Okay. Gut, dann hoffen wir mal, dass wir erfolgreich durch den Klirrberg kommen, weil sonst wären wir... Ne? Aber gut, dass wir jetzt keinen harten Kampf mehr austragen müssen. Wir haben alle Kämpfe hinter uns. Soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Oder soweit ich das jetzt noch weiß. Wir müssen weder noch gegen Vulnona kämpfen, noch gegen irgendwen anderes. Krasses, also von daher ist alles fresh. Okay, dann kann ich endlich diesen Weg weiterlaufen. Meine Güte, das hasse ich an Wasser-Pokémon und Wasser-Dungeons. Oder Dungeons, in denen Wasser ist. Dass man hier einfach so, ja, nicht unbedingt gut langkommen kann, wenn man einen Teampartner dabei hat. Das ist etwas problematisch. Scheiß auf das Draschel, wir gehen einfach die Treppe weiter. Und suchen oder kämpfen uns weiter hier durch den Dungeon. Ich denke mal, den müssten wir noch in dem Part packen. Ah, geh weg. Doofes Draschel. Und ja, dann sind wir bald nicht mehr auf der Flucht, Leute. Dann sind wir bald nicht mehr auf der Flucht. Dann haben wir das zum Glück hinter uns. Zum Glück. Ich weiß nicht, die Flucht ist so mit das Nervigste, finde ich. Halt, zwar an sich eine ziemlich emotionaler Abschnitt, aber trotzdem doch schon ziemlich nervig. Ich meine, Lavados ging ja sogar noch, ne? Lavados war jetzt nicht so unbedingt krass schwer. Aber Arktos ist halt echt einfach mega heftig. Das ist so krass. Ich habe gegen den immer Probleme. Außer ich bin irgendwie, keine Ahnung, Level 30 oder so. Dann würde ich das wahrscheinlich locker packen, aber anders auch nicht unbedingt. Beziehungsweise, ja, anders habe ich immer Probleme da, gegen den zu kämpfen. Das ist unglaublich schlimm. Ich will da lang, danke. Ich sollte vielleicht irgendwie, keine Ahnung, mehr üben, mit diesem Controller in einem Dungeon umgehen zu können. Das ist nämlich echt anstrengend, mit einem Steuerknüppel, also mit dem Knüppel vom Xbox-Controller halt, sich hier durchzukämpfen und dann schräg zu laufen und so. Ich weiß nicht, irgendwie ist das schwerer als erwartet. Din, 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 din. Ach ja, ich habe gerade nichts zu erzählen. Orange-Gummi, wie weit ist denn hier IQ-Prüfer? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, das heißt, Drake kriegt erstmal noch 2 IQ-Punkte dazu. Zumindest, ja, fütter ich ihn jetzt so lange. Das dauert erstmal. Außer es sind Blaugummis halt. Oder Gelbgummis. Weil die Gelbgummis würde ich doch schon gern
später Elekid geben. Den haben wir ja auch noch. Gehen wir mal, ja, machen wir so. Alter, macht der Damage. Okay. Zornklinge hat auch ziemlich krasses Damage gemacht. Geh weg, alter Vater. Heieiei. Übertreib bloß nicht. Oh mein Gott, cool. Eisendorn. Oh Mann. Absol darf nur nicht sterben. Zum Glück haben wir gerade einen Belebersamen aufgehoben. Das heißt, einen haben wir auf jeden Fall sicher. Ein Tod. Oder ein Tod können wir eingehen, sag ich mal. Ja, okay. Das war's mit dem Tod. Jetzt darf nur keiner mehr sterben. Ha, Biss. Nice. Und, nein, ich wollte eigentlich nicht nochmal Tackle einsetzen. Ich wollte... Ja, Biss kann ich nicht nochmal einsetzen. Okay. Dann, ja, komm. Besiegen wir die halt so. Oder mit Glut durch Drakis Hilfe. Schön. Gute Sache. Genau, was wollte ich sagen? Ich wollte irgendwas sagen. Das habe ich vergessen. Genau, die nächsten Tage wird immer nur Lufia und Pokémon kommen. Denn ich will diese beiden Projekte jetzt erstmal durchziehen und abschließen. Danach werde ich Stanley Parable und Portal Stories abschließen. LOL kommt zwischendurch auch noch, keine Angst. Aber ja, damit ich halt nicht mehr so viele Projekte gleichzeitig am Laufen habe. Ja, weil ich will den Wochen-Upload-Plan doch nicht mehr so haben. Ich will wieder 2 Videos am Tag hochladen von meinen 2 verschiedenen Projekten. Und ja, da ich momentan ein paar zu viele Projekte am Laufen habe und nicht nur 2, geht das schlecht. Ich könnte zwar immer Tage abwechseln, aber ich weiß nicht, irgendwie will ich jetzt meine Projekte erstmal abschließen, die ich jetzt habe. Und dann, ja, neue Projekte starten. Vipitis, komm her. Du bist gleich besiegt. Ja, besiegt. Und hier ist wahrscheinlich nur... Nein, doch nicht. Ich dachte gerade, hier ist nur ein Weg, der im Kreis führt. Aber das stimmt nicht. Nein, da ist kein neuer Raum, denke ich. Hier, okay. Hat sich erledigt. Oh, ich hasse das, dass man hier immer so... Ja. So hängen bleibt an... Also von der Bewegung her, so. Dass man dann immer 1000-mal auf diesen Knopf drücken musste, dass man hier weiterlaufen kann. Echt jetzt, von hier? Hier haben wir gestartet, oder nicht? In dem Raum haben wir gestartet. Glaube ich. Giftschweiß, alter Vater, das war ein Damage. Das war ordentliches Damage. 2 Vipitis, dein Ernst. Alter! Habt ihr das gerade gesehen? Der hat mir 83 Damage mit einem Giftschweiß gemacht. Giftschweif. Alter Vater. Heieieiei. Was haben wir für Items? Ja, behalten wir. Alter Schweieieiei. Das war... Schon krass. Das war schon recht krass. Alter Vater, ey. Kann es sein, dass wir echt ein bisschen sehr unterlevelt sind? Ich glaube schon, oder? Wir sind ziemlich hart unterlevelt, glaube ich. Wenn wir von der Flucht wieder zurück sind, werde ich, glaube ich, offscreen mal so ein paar Dungeons ein bisschen leveln. Damit wir nicht mehr, also ja, wirklich offscreen. Damit wir halt echt nicht mehr so überkrass unterlevelt sind, weil das ist echt ziemlich übertrieben. Du sollst es nicht fangen, du sollst es essen. Nice, Statusprüfer, das ist schön. Oh, dadurch wird er doch... Warte mal. Ah! IQ-Prüfer, Statusprüfer. Ne, warte mal, leider, der Gegner der Stadt. Ja, genau. Oh, schön, jetzt wird der Rauchwolke nicht mehr die ganze Zeit auf den gleichen Gegner einsetzen. Die IQ-Fähigkeit hätte ich gerne vorher gehabt. So, bei Arktos wäre schön gewesen. Weil, dann hätte ich die Fähigkeit nicht die ganze Zeit wechseln müssen.
Aber okay. Ist es halt so. Meine Güte, ich kann nicht mehr reden. Und so viel geredet habe ich heute noch gar nicht. Schlimm. Dim, dim, dim. Blubber auf dem Europe. Alter, das hat mehr Damage gemacht, als ich erwartet habe. Heilige Kacke. Okay. Finde ich gut, finde ich gut. Draschel, komm her. Watz. 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 Man braucht aber auch echt viel Erfahrungspunkte, um hier ein Level aufzukommen. Ich weiß gar nicht, wie ich damals geschafft habe, Level 100 zu kommen. Das ist echt krass. Geh weg. Geh weg. Dein Ernst? Warum geht denn alles daneben? Danke. Krieg ich bitte wieder normales Tempo? Danke. Oh, ich hasse diese Verlangsamung in dem Spiel hier. Das ist echt... Manchmal ist das echt ziemlich übertrieben, ziemlich schlecht. Da bist du manchmal ziemlich am Arsch. Folterknecht. Von Warblue aufgehoben? Na, vielleicht suche ich das Warblue. Fick dich. Absol erreicht Level 21. Welche Attacke erlernt es? Biss. Oh, Biss ist schön. Biss ist schön. Ja, Silberblick verliere. Nein, lass ihn. Gut. Oh, ich habe wieder normales Tempo. Das ist wundervoll. Suchen wir das Warblue halt nicht. Ich will so schnell wie möglich durch diesen Klirrberg kommen. Fighte doch nicht gegen das Sengo. Ah, okay, fighte doch gegen das Sengo. Ist gut. Hast du schön gemacht. Absol. Schön, schön. Aber gegen das wollen wir nicht kämpfen. Oh Mann, warum denn? Mund hier, dein Ernst? Ah, schön. Super Ruckzuckhieb von dir, Draki. Super, super eingesetzt. Muss ich ja schon sagen. Ich weiß gar nicht, wie viele Ebenen. 15? Ich habe echt keine Ahnung. Oh Gott. Ich will hier hoch, bitte, danke. Ich will nicht gegen zwei Sengos kämpfen. Ich habe viel zu viel Schiss vor einem Tod von Absol. Da Zornklinge bei ihm ja doch schon ein bisschen mehr Damage macht, ne? Wirklich nur ein bisschen. Oh, nee. Ja, mach mal ruhig einen Schwertanz, ist okay. Finde ich zwar... Nicht dein Ernst. Oh, danke. Wieso setze ich eigentlich keine Sinelbeere ein? Das ist... wäre eine Möglichkeit, ne? Sollte ich vielleicht früher drauf kommen. Bevor ich fast krepiere. Denn sterben ist jetzt nicht unbedingt eine schöne Alternative, die ich gerne eingehen wollen würde. Aber gut. Aber gut. E11 schon mal. Ich weiß gar nicht, wie weit sind wir eben gekommen? Wir haben auch die ganze Zeit unser komplettes Geld verloren. Immer wenn wir gestorben sind. Oh Mann, das fällt mir jetzt erst auf. Sonst hätten wir locker... Oh, sonst hätten wir Unmengen an Geld gehabt. Shit. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Was ist das denn? Alertoskop. Was macht das nochmal? Röntgenaugen war ich sich noch war ganz gut, oder? Verhindert, dass das Pokémon Schlaf, Schlummer... Ah, das ist schön. Geben mir bitte. Wenn ich schon hier der bin, der uns anführt und als erstes angegriffen wird, meistens, kann ich mir das Item schon mal gönnen, oder? Ich glaube schon. Okay, Ebene 12. Kann auch sein, dass das schon die letzte Ebene ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Setz ruhig Schwertanz ein, ist okay. Okay, wie mache ich das? Ach, ich mache jetzt so. Das war ein guter Ruckzuckhieb. Das war... Oh mein Gott, das war super. Das war super von uns. Das war wundervoll. Gut, komm, nächste Treppe bitte. Nächste Treppe. Da ist die nächste Treppe. Und da ist noch ein Sengo. Oh, du und dein Schwertanz, Alter.
Oh, das nervt. Vor allem, weil die Animation immer so lange ist. Vor allem, weil die Animation immer so lang ist. Und wir sind noch nicht fertig, okay? Scheiße. Ich würde gern lebend durchkommen. Da oben war, glaube ich, gerade ein Vipitis. Vor Vipitis habe ich ja jetzt ein bisschen Angst, ne? Dezent. Letar King. Oder ist es ein Letar King, ja, ne? Ja, Letar King hieß es. Genau. Als ob er sich geheilt hat. Geh weg. Heil dich nicht nochmal. Finde ich nicht cool von dir. Gut. Nächste Treppe bitte. Da ist die nächste Treppe. Und hier unten ist noch ein Eisendorn. Will ich bitte haben. Treppe. Nice. Ebene 14. Schön. Items irgendwo? Nein. Treppe. Ebene 15. Schön. Oh, Poke. Nehme ich gerne. Und sind wir jetzt durch? Ja, schön. Aber, okay, Hälfte. Aber gut, perfekt zum Ende des Parts, Leute. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.